Hey Leute, hier bin ich wieder mit einem weiteren Let's Play. Heute dreht sich alles um Slender, das Original. Dürfte jeder kennen, aber ich wollte es auf jeden Fall nochmal explain, weil es einfach wirklich ein großartiges Spiel ist, ein großartiges Horrorspiel. Da gruselt man sich wirklich zu Tode. Worum geht's in Slender? In Slender ist man auf einer Karte und man hat eine Taschenlampe. Kann ich euch gleich mal hier zeigen. So, im Original ist man im Wald. Hier, Taschenlampe an, aus. Und man muss halt acht kleine Seiten, Zettel suchen, um das Spiel zu gewinnen. Das Problem ist halt einfach nur, dass man vom sogenannten Slender gejagt wird. Und der ist nicht sonderlich freundlich. Ihr werdet ihn kennen, ihr werdet ihn sehen und da muss ich auch nicht weiter drauf eingehen. Da werden wir gleich mal anfangen. Ich habe echt oft Bedenken beim Spiel, weil ich habe mich beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, ich habe mich so erschrocken. Aha, die erste Seite. Always watches, no eyes. Ich habe mich wirklich so unglaublich erschrocken. Ich glaube, der Slender ist auch erst ab der ersten Seite im Spiel. Überhaupt. Aber das werden wir ja sehen, wie es läuft. Ich habe das Spiel noch. Ja, ich habe das Spiel schon oft gespielt, aber desto, wenn man es dann lange nicht mehr spielt, dann gruselt man sich ja wirklich zu Tode. Das macht vor allen Dingen der Sound. Der Sound ist wirklich so. Der kann einen wirklich fertig machen. So. Ah. Das sind noch gleich die nächsten Steinchen. Wenn ich mich recht erinnere, ist hier auch die nächste Seite. Hier müsste sie sein. Wenn ich mich recht dran erinnere. Nein? Ich glaube, manchmal sind die Seiten auch an anderen Orten. Also ich habe schon oft gespielt. Ihr werdet es auch garantiert schon oft gespielt haben, gesehen haben, wenn ihr euch solche Let's Plays anseht. Aber ich finde, das ist einfach so ein großartiges Spiel. Das ist so toll, wirklich da. Das muss man einfach nochmal gespielt haben. Let's Played haben. Ich glaube, der Slender ist auch erst ab dem ersten Zettel wirklich im Spiel. Was mich allerdings nicht sonderlich beruhigt. Ah, Ziegelsteine. Die Seiten sind natürlich auch immer an markanten Orten. Ich werde noch andere Spiele Let's Playen. Andere Slender-artige Spiele, zum Beispiel Horn, The Real Slender Game. Das soll eine deutlich verbesserte Grafik haben, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe es mal angespielt. Ah, Don't Look God Takes You. Zwei Seiten. Oh, It Takes You. Wow, da ist er. Und ich habe erst zwei Seiten. Ich habe es noch nie geschafft, alle Seiten einzusammeln. Ich habe mal sechs Seiten, aber mehr dann auch nicht, weil der wird so ungeheuer aggressiv später, wenn man viele Seiten hat. Und ich finde, ich gehe mal nicht so zurecht. Ich laufe oft im Kreis in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich mach mal. Obwohl, nee, sonst seht ihr nichts. Ich lasse die Taschenlampe einfach an. Man sagt, sie geht irgendwann aus, die Taschenlampe. Aber man sagt auch, für ein Spiel sollte es reichen. Für ein Let's Play wird es garantiert reichen. Da, ich sehe was. Ah. Weiß und klein, das müsste der Zettel sein. Can't run. Aha, 3. Und das Geräusch geht los. Ich liebe und hasse diesen Sound gleichzeitig. Es macht halt die Atmosphäre, dieses Spiel. Hier im Haus, wenn ich mich recht erinnere,
Ich hab's lange nicht gespielt, müsste auch die nächste Seite sein. Aber drei Seiten da. Oh, nichts. Hauptsache er ist nicht hier irgendwie hinter einer Ecke jetzt. Und wartet da auf mich. Das wäre wirklich das Schlechteste, sein, was einem passieren kann. Auch keine Seite. Normalerweise ist hier die Seite. Oh, Scheiße, Mann! Oh, Kacke! Ach du Kacke! Bitte nicht! Nicht jetzt schon! Ich nehme erst seit 5 Minuten auf, bitte nicht! Nicht jetzt schon! Hoffentlich ist er weg, ey! Hoffentlich ist er weg! Oh, Scheiße! Nein, bitte nicht! Ich will nicht, dass das Spiel, dass das Let's Play jetzt schon vorbei ist. Ich habe erst 3 Seiten. Oh, bitte nicht, nein. Normalerweise ist er nicht so aggressiv. Das kann doch nicht wahr sein. Normalerweise ist er erst so aggressiv, wenn man viele Seiten hat. Deswegen wollte ich auch recht früh ins Haus reingehen. In dieses Haus reingehen. Damit man nicht in der Falle sitzt, aber es ist ja die Falle jetzt. Bitte nicht. Oh. Lauf. Oh, nein. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh, wie man sich erschreckt, wenn der Slender da plötzlich steht. Oh, der ist ja gar nicht so gruselig eigentlich, aber wenn er da plötzlich steht vor einem. Ich hab's, oh, tut mir leid, aber ich bin gerade fertig. Es ist mitten in der Nacht und ich bin wirklich fertig gerade. Das Spiel schließt sich immer. Ich hoffe, da ist kein Cut drin jetzt. Irgendwie so ein blöder Schnitt. Habe ich neu gestartet. Oh, heilige Mutter Gottes. Das kann doch nicht angehen. Soll ich es nochmal versuchen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das reicht für heute. Oh, meine Güte. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Einmal habe ich ihn bis zur 6. Seite, die ich hatte, halt nicht gesehen und dann kam er plötzlich. Da war ich auch völlig geschockt. Oh, na gut. Aber ich glaube, das war jetzt eigentlich ganz gut, Schumslender. Ich denke, was ich euch zeigen wollte, habe ich euch gezeigt. Was ich nicht erreicht habe, ich wollte alle Seiten sammeln oder möglichst viele. Ich habe 3 gesammelt. Oh, und dann gehe ich ins Haus. Na gut, sonst, das war's dann von Slender. Fazit und Bewertung ist natürlich wieder am Ende der Staffel kostenlose Horrorspiele. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, bis der Slender vor mir stand. Ja, aber es war's dann von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder.